AV-Reform. Was ändert sich? Hallo zusammen, da ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder mit dabei. Heute geht es um die AV-Reform, die ja angenommen wurde vom Stimmvolk der Schweiz. Und ich möchte dir in diesem Video eigentlich die wichtigsten Punkte kurz erwähnen, was sich dann ändert. Damit ich das auch korrekt mache, muss ich ein bisschen ablesen, da es doch zwei, drei Sachen sind, die ein bisschen sehr spezifisch sind, sei mir also nicht böse. Fangen wir mit dem ersten Punkt an und eigentlich auch dem wichtigsten Punkt. Und zwar wird das AV-Alter der Frauen schrittweise erhöht von 64 Jahren auf 65 Jahren, damit es gleich ist wie bei den Männern. Punkt Nummer zwei ist, dass Frauen mit Jahrgängen 1961 bis 1969 sind die sogenannte Übergangsgeneration und die erhalten einen finanziellen Ausgleich, sofern sie diese Altersrente nicht vorbeziehen. Also es betrifft die erste Säule AV. Und zwar sind die Zuschläge wie folgt. Die richten sich nach dem durchschnittlichen Einkommen bis zu 58.800 Franken. Also wenn das bis dort ist und weniger, gibt es 160 Franken pro Monat mehr an die Rente. Ist das durchschnittliche Einkommen von 58.000 Franken 801 bis 73.500 Franken von dir, gibt es 100 Franken mehr pro Monat für deine Rente und ab einem Einkommen ab 73.501 gibt es 50 Franken mehr pro Monat auf deine Rente. Das sind diese Ausgleichszahlungen. Punkt Nummer 3. Rentenzuschlag unterstehen nicht der Plafonierung. Plafonierung ist bei verheirateten Personen der Fall. Das heißt, das entsprechend entfällt bei der Plafonierung. Dann der nächste Punkt ist grundsätzlich, was passiert bei Frühpensionierung, und zwar bei Frühpensionierung der erwähnten Übergangsjahrgänge, wird anstelle eines Zuschlages ein reduzierter Kürzungssatz angewendet. Ihr wisst ja, der normale Kürzungssatz pro Jahr ist 6,8%. Ab 63, jetzt bin ich für 64, ist es dann entsprechend das Doppelte, also rund 13,4%. Nächster Punkt ist, dass die AV-Rente mit dieser Reform neu zwischen 63 und 70 Jahren in verschiedenen Teilschritten bezogen werden kann. Es muss da aber immer dabei zwischen 20-80% der Gesamtrente liegen. Das heißt, du kannst also wirklich einen flexiblen Rentenbezug machen, aber es muss einfach immer zwischen 20-80% der Gesamtrente deiner AV sein. Punkt Nummer 6, und das ist der ist, glaube ich, bei der Abstimmung ein bisschen untergegangen. Nicht direkten Einfluss auf deine AV, aber die Mehrwertsteuer wird von aktuell jetzt 7,7, wir nehmen das Video im März 2023 auf 8,1 erhöht. Und das zwar per 01.01.2024. Und der letzte Punkt ist eigentlich immer ein bisschen der, der sich die Leute fragen, okay, jetzt haben wir so eine AV-Reform, bis wohin ist dann das gesichert, dieses Thema? Und mit dieser Reform spricht man, dass die AV-Finanzierung bis ins Jahr 2030, also wir haben jetzt 2023, 7 Jahre lang gesichert ist. Meine Frage an euch, was haltet ihr konkret von dieser AV-Reform? Bringt das etwas oder ist das zu wenig? Schreibt es doch unten in die Comments rein, nimmt mich sehr wunder. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte teile, liken, Feedback, würde mich auch freuen. Wenn du noch nicht bist, dann sei easyinsurance.ch. Bis zum nächsten Mal, dein Versicherungsguide Christian.